willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen. Jetzt im schönen Wonnemonat. Jetzt mitten im schönen Wonnemonat Mai, der wärmste November seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Aber was sollen wir über das Wetter? Ist doch alles super, oder? Es ist super. Hey, wir sind die Champions, der Triumph von Wembley. Wir sind die Größten in Europa. Gut, beim Singen, da hapert es noch ein bisschen. Aber so, ach ja, okay, gut, wir können nicht Flughafen. Wir können nicht Drohne, ne? Wir können nicht Bahnhof, aber Fußball, das war aber super. Ne? Rot triumphiert über Schwarz-Gelb. Ich bin aufgeschreckt und hab gesagt, ja, die Merkel ist weg. Dann war mein Traum zu Ende und ich sagte, ja, war ja nur der FC Bayern, aber für Bayern war es gut und vor allen Dingen also für die CSU. Meine Güte, diese kleine sympathische Ganovenpartei, die hat's aber auch gebeutelt in den letzten Wochen. Ne? Der Seehofer mit seiner buckligen Verwandtschaft. Dauernd kam irgendein Minister und ein Staatssekretär. Ah, übrigens, ich habe auch jemanden beschäftigt bei mir. Ich wollte nur sagen, ich habe auch jemanden beschäftigt bei mir. Ich wollte sagen, ich habe Angst. Ich habe Angst. Aber es ist ja halb so wild, weil die CSU ist ja eine Schwesterpartei. Und jetzt wird ja transparent gemacht, alles was geht. Mein lieber Mann, der Seehofer will aufräumen, der zweitbrutalstmögliche Aufklärer nach Roland Koch. Na, jetzt wird er, das wird ganz wild. Er hat Schluss mit dem Gemauschel, hat er gesagt. Bis in den vierten Verwandtschaftsgrad hinein darf niemand mehr beschäftigt werden. Bis in den vierten Grad, das wird schwierig in Bayern. Ne, gerade... Gerade im. Ne? Gerade im ländlichen Raum, wo vieles noch aus einem gesunden Inzest heraus entstanden ist. Nein, aber die Wogen glätten sich ja schon. Das ist ja das Schöne. Der Wähler vergisst und verzeiht und hat schon wieder Vertrauen. Ja, das macht er schon, der Seehofer. Das kriegt er schon hin, der Seehofer. Das sind die gleichen Leute, die heute noch glauben, dass Dr. Best wirklich Zahnarzt war. Ich bin mitten in mein Intro, hallo. Ja, was soll ich denn machen? Was soll denn da in Die machen ja nicht mit. Zeig noch einmal. Was ist denn da los? Ja. Triol. Was soll denn die Randale da in ihrem sozialen Brennpunkt? Wir sind doch nicht in Stockholm. Alter Schwede. Ja, was soll ich denn machen? Die wollen ja hier nicht unterschreiben. Wie, was? Wer will nicht unterschreiben? Was unterschreiben? Ja, daher. Unterschreiben. Die wollen nicht unterschreiben. Hä? Ehrenkodex der Anstalt? Für nachhaltig moralisches Auftreten nach innen und nach außen. Genau. Aha. Ja, er hat mir jetzt einen Ehrenkodex. Alle haben einen Ehrenkodex. Der FC Bayern hat auch einen Ehrenkodex und die Analysten vom DAX haben Ehrenkodex und sogar die CSU will sich einen Ehrenkodex jetzt zuweicheln lassen. Dürfte ich etwas fragen? Und zwar, ich würde gern wissen, was ist das überhaupt? Ethik? Ja, Herr Rebers, Ethik, das ist praktisch wie Religion, nur ohne Weihnachten. Ne? Und, Das würde bedeuten. Ja? Wenn ich Sie richtig verstehe, ja? Würde das bedeuten, ich darf auch keine Geschenke mehr annehmen. Genau. Okay, das wär's dann. Ja. Verpflichte ich mich am Anstaltsflügel, die schwarzen und weißen Tasten und Tastinnen. Tastinnen, ja. Yeah. Im Geiste des Antidiskriminierungsgedankens der EU paritätisch zu benutzen, wenn der Nachweis eines elfenbeinfreien Instruments im Sinne der UN-Konvention zur nachhaltigen Elefantenschonung erbracht ist. Genau, unterschreiben. Törö. Aber hören Sie, das können Sie mir doch nicht alles... Ich, der Unterzeichnende, verspreche mich in der Anstalt nur zu Themen zu äußern, bei denen ich nachweislich und aufgrund meiner Ausbildung zu qualifizierten Äußerungen und Urteilen in der Lage bin. Das ist doch nie ernst. Ja, aber ja. Das ist doch praktisch ein Berufsverbot. Ja. Also komm, hör mal. Nein, aber hören Sie, das können Sie doch nicht machen, ich hab Zeit noch einmal. Toll. Ja, ganz toll.
Toll, 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 super gemacht, toll. Wer darf die jetzt alle wieder aufbauen? Ich? Was soll denn dieser Quatsch? Ehrenkodex, Benimmfibel, was haben Sie sich eigentlich für mich ausgedacht? Soll ich meinen Aufzug vergesellschaften? Ja, ja. Soll ich mein Desk für die Allgemeinheit räumen? Was ist denn das für eine idiotische Idee? Das ist überhaupt keine idiotische Idee. Ein Ehrenkodex, den die Anstalt dringend benötigen, gerade in einer Zeit, wo Moral immer wichtiger, Moral wird immer wichtiger. Sieht man doch überall moralische Fragen, bei der Stammzelle, ja, bei der Baumwolle und bei den Steuern auch. Ja, Moral. Ja, aber die Steuermoral, die steigt, ja, ja. Ja, und wie? Kaum hat sich mal ein Prominenter in die Höhnesseln gesetzt, ne, schon hagelt es Selbstanzeigen ohne Ende. Nein, die Selbstanzeiger haben keine Moral, die haben nur Schiss. Ja. Ja. Erst haben sie die Taschen voll gemacht, jetzt die Hosen. Ne? Das passt schon. Ja. Und von dem her war das ja, ich meine, Hauptsache es kommt der Geld rein. Und von dem her war das doch eigentlich genau richtig, dass diese Idee von dem Schäuble mit diesem flexi-moralischen Steuerabkommen mit der Schweiz, dass das gescheitert ist. Ja, na, Moment, Moment. Der Westerwelle hat es sehr bedauert, dass es nicht geklappt hat. Er hat gesagt, ja, ja, 10 Milliarden Euro hätte das gebracht, seine Amnesie für seine Klientel. Na, das hat er natürlich nur gedacht. Ja. Gesagt hat er, wie viele Kitas und wie viele Schulen hätte man davon bezahlen können? Da war er ganz hochmoralisch, der Guido. Sehen Sie, wir kommen in ein neues moralisches Zeitalter hinein. Ach ja, schon wieder mal. Ja, ja. Kriegen wir eine neue geistig-moralische Bimbe? Und wo ist die? Und wie sieht die aus, dass wir kleine Massenvernichtungswaffen exportieren, ja, wie noch niemals zuvor? Das sind auch ganz klein. Ganz kleine, ja, dass wir jede noch so fragwürdige Regierung mit unserem Dreck aufrüsten, dass es nur so kracht. Die Niederlande bellt sich, haben sich aus moralischen Gründen geweigert, Panzer nach Indonesien zu liefern. Sehen Sie, es geht doch. Ja, und wer hat vor einigen Tagen 164 Panzer dorthin geschickt nach Jakarta? Ich weiß, Deutschland, wir. Ja, und so läuten wir jetzt das neue moralische Zeitalter ein. Ja, natürlich, weil doch unsere gebrauchten Leopard-Panzer in Indonesien in dem Dschungel ja überhaupt nicht fahren können. Das ist doch das Geniale. Wir drehen den Indonesiern Panzer an, die dort nicht fahren können. Und von dem Erlös kaufen wir Drohnen, die bei uns nicht fliegen dürfen. Ja, okay. Doch schön. Ja. Ist das gut? Das ist, da war sie. Aktive Friedenspolitik. Ja, ja. Nehmen Sie das ernst mit der Moral. Überall Moral, Moralwandel. Sogar die Deutsche Bank spricht von einem Kulturwandel. Die Deutsche Bank, die wollen jetzt total anständig werden. Die Deutsche Bank will anständig werden. Das ist historisch, kann man das nur noch vergleichen, vielleicht mit der Auflösung der RAF. Ja, naja, naja, naja. Nicht ganz, nicht ganz. Nicht? Weil die Deutsche Bank gibt's noch. Ja. Komm, jetzt bitte hier, unterschreiben Sie. Na ja, gut, komm. Jetzt komm, ZDF-Stiftung. Bevor Sie mich hier noch weiter zuschwurbeln. Ja, sehr schön, einen habe ich. Da. Wunderbar. Schauen Sie, es geht um eine gute Sache, es geht um Moral. Ja, ja. Moral ist immer die letzte Zuflucht von Leuten, die Schönheit nicht begreifen. Das klingt schwer nach Heidi Klum. Nein, Oscar Wilde. Oh, besser. Sehr schön. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt gerne ein neues Produkt vorstellen aus der wunderbaren digitalen Welt. Die nagelneue Google-Brille, hier persönlich vorgestellt vom Google-Gründer, persönlich vor ein paar Tagen. Die Brille ist allerdings noch nicht im Handel, ich glaube nächstes Jahr. Allerdings eine kleine Zahl ausgewählter Menschen hat sie bereits, diese Google-Brille, zum Testen vor Serienmodelle. Und ich habe das große Glück, dass mir ein freundlicher Mensch diese Google-Brille vorab auch einmal ein wenig zur Verfügung gestellt hat. Und ich sage Ihnen, das ist enorm. Also es ist fantastisch. Diese Google-Brille ist im Grunde genommen nichts anderes als wie ein Smartphone. Ein Smartphone, die kann das gleiche wie ein Smartphone, aber eben als Brille. Bedienung ist denkbar einfach. Ja? Man setzt sie auf die Nase, so, und jetzt anschalten ganz einfach durch Kopfnicken. Zack. Zack. Ja, jetzt ist er noch. Moment. Jetzt. Ja, ist noch vorsehen. So, zack, so. Jetzt, und jetzt habe ich hier ein Display, da ist die Kamera. Und jetzt der Menüführung hier über den Büchel. Gehe ich jetzt nahe, jetzt sehe ich am Display, jetzt bin ich schon online. Und jetzt bin ich schon, ich habe so eine Breaking News App. Und jetzt kommt gerade Nachricht, gerade Breaking News, sehe ich jetzt gerade. Top-Meldung, de Maizière sagt, er weiß auch nicht so recht. So, ja? So. Und jetzt
bin ich informiert. Und wenn man jetzt nichts weiß, so wie der Demisier, aber wenn man anders als der Demisier mal was wissen möchte, kann man jetzt auch direkt hier mit der Menüführung, mit dem Büchel, gehen wir rein aufs Online-Lexikon oder Wikipedia, kann man jetzt so, sich sofort informieren, wenn man mal die Ahnung hat. Das ist total klasse. Man kann also in Zukunft an jedem Gespräch teilnehmen, auch wenn man überhaupt keine Ahnung hat. Ne? Also man braucht keine Ahnung mehr, weil man hat ja das Display, kann man also praktisch auch dann mitreden, wenn man von nichts am blassen Schimmer hat. Deswegen war auch der Philipp Rösler so begeistert von der Brille, als er die da jetzt im Silicon Valley, die haben die Bilder gesehen, ne? Ja, 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 das ist enorm. Ja. Also die Brille wird sein Leben ja total verändern. Die Brille wird unser aller Leben verändern. Das ist die ganzen Experten, der Sascha Lobo und diese Internetgurus, die sagen alle, diese Brille ist praktisch die Stunde Null im ganzen digitalen Ding-Dong. Weil die Brille, was die Brille kann, die, weil die Brille kann zum Beispiel auch heimlich fotografieren und filmen. Ja, also nicht so wie Sie mit Ihrem Smartphone, nein, heimlich. Und wissen Sie, wie ich mit der Brille heimlich fotografieren kann? Es ist fantastisch. Und zwar einfach nur ein Augenzwinkern. Zack. Ja? Ich zwinkere meine Augen, zack, und die Brille sieht sofort, was ich sehe. Zack, habe ich jetzt ein Foto. Hier, so, zack, ne? Zack, ja? Zack, ne? Hallo. Oh, was haben Sie denn für ein interessantes T-Shirt? Saatgutkampagne.org. Ach, das ist gegen Monsanto-Zeug, hä? Ja, Wahnsinn. Das ist eine gute Sache, wo Sie sich da. Dürfte ich da mal ein paar Fotos machen? Zack. Sehr schön. Ja, sehr schön. Finde ich klasse, hä? Hat sie sich das da vorne drauf? Hat sie sich das da aufs T-Shirt gedruckt? Sie sind sozusagen eine Passivfeme, ne? Aber ist ja mal ein Anfang. So, zack, so, und dann kann ich auch hier noch, zack, zack, ja? Das ist enorm, zack, ohne mache ich Fotos, ohne einen Finger zu rühren. Ja, er freut sich, weil er sieht den Hauptvorteil, endlich hat man im Swingerclub beide Hände frei, ne? Aber, und das Verrückte aber ist, das Verrückte, meine Damen und Herren, ist, ich habe jetzt Fotos gemacht. Ich habe jetzt Fotos gemacht, auch von einer Zuschauerin, die mir besonders gefallen hat. Und sie hat nichts gemerkt. Das ist das Verrückte. Keiner merkt mehr was. Nichts, alles. Niemand weiß mehr was, außer Google natürlich, weil Google sammelt alle Daten. Ja? Die wissen alles. Wir wissen immer weniger, aber die ganze digitale Drecksscheißmafia, die weiß immer mehr. So ist es. Und jetzt habe ich mir überlegt, wenn jetzt Millionen von Menschen irgendwann alle mit dieser Brille rumlaufen, alle, vielleicht irgendwann eigentlich alle Menschen, und die Brillen werden unauffällig und werden in ein normales Brillengestell integriert, und dann werden irgendwann alle Menschen laufen nur noch die Stadt und jeder fotografiert und filmt jeden heimlich und stellt alles online. Wissen Sie was? Da könnten wir doch irgendwann alle Überwachungskameras abstellen. Ja, das wäre der Traum der ganzen perversen Sicherheitsarchitekten von Friedrich bis Schily. Der Traum wäre erfüllt, das Volk überwacht sich gegenseitig, verbreitet Angst. Das ist die Zukunft. Ich habe immer gesagt, es gibt Zukünfte, denen kann man sich nur durch Ableben entziehen. Aber ich will es nicht nur negativ betrachten, weil es hat ja auch Vorteile, praktisch. Schauen Sie, es gibt ja dann auch so Apps, Polizei-App. Stellen Sie eine Polizei-App vor, und die Polizei-App, hier die Kamera, scannt alles und erkennt aufgrund der biometrischen Daten steckbrieflich gesuchte Straftäter. Dann sofort, ohne dass du auf den Büchel drückst, kriegt die Polizei einen Hinweis. Das könnte für viele ein Hobby werden. Ich setze mich einfach nur in ein Straßencafé, setze die Brille auf und warte mal, was für Xindel vorbeikommt. Ne? Der Verfassungsschutz hat sich bestimmt schon hunderte solcher Brillen angeschafft, weil nur doof rumsitzen und blöd in die Gegend schauen, damit sind die Flaschen ja nicht überfordert, ja? Haben wir ja gesehen jetzt beim ganzen NSU-Skandal. Und also das ist enorm, diese Gesichtserkennungs-App. Ich habe ja auch diese Gesichtserkennungs-App schon drauf. Ich habe die drauf. Und wissen Sie, was ich damit machen kann zum Beispiel? Ich habe doch jetzt eine Frau, die mir gefällt, habe ich doch heimlich fotografiert. Und passen Sie auf, jetzt nehme ich Ihr Bild, ja? Jetzt nehme ich das Foto von ihr und jetzt schieße ich das ins Netz, so. Und jetzt ziehe ich das rüber, genau. Und jetzt sucht die App im Netz aufgrund der biometrischen Daten, die wo ich habe, sucht jetzt im Netz nach anderen Fotos von der Frau. So, zack, und schon ein Treffer. Ja, hab schon einen Treffer, der Hammer. Der Hammer, sie, ja, auf der Betriebshomepage, wo die Frau arbeitet, sehe ich sie jetzt gerade, ihr Gesicht, Foto mit Namen, Vornamen, Funktion und Durchwahlnummer 3208. Ja? Ja? Sehe ich alles. Ohne, dass die Frau das weiß, weiß ich jetzt schon, sie heißt Magdalena Weißenbrunner, arbeitet im Vertrieb, Innendienst, Abteilung Filz und Schmierstoffe. Ja. 3208, ich könnte sie jetzt anrufen, mache ich natürlich nicht aus ethischen Gründen. Aber, oh, warten Sie mal, die Magdalena ist ja auch bei Facebook. Hey, ja leck mich. Bikini-Fotos. Man kann auch zoomen. Ja, das ist ja der Hammer. Die Frau ist ja der Hammer.
Ist es nicht verrückt? Ohne dass die Frau was weiß, weiß ich jetzt schon, was mich später vielleicht erwartet. Ja, das, nein, also das ist die Hammer-App. Wenn da noch die ganzen Apps kommen, zum Beispiel wünsche ich mir eine deutsche Bank-App. Ich setze die Brille auf, kurzer Blick in die Chefetage der Deutsche Bank und die App rechnet mir aus 5000 Jahre Gefängnis. Das fände ich super. Oder für unsere Bundeskanzlerin, für die Frau Dr. Merkel, wäre die Brille auch super. Schauen Sie mal, wenn sie ein Interview gibt noch, während sie erklärt, was sie so andeutungsweise denkt, kann sie in dem Display sozusagen zeitgleich die Reaktionen der Twitterer, Blogger und Chatter verfolgen und kann dann noch im laufenden Satz mehrfach ihre Meinung wechseln und ja, in der allgemeinen Stimmung anpassen. Das ist der Hammer, was da geht. Ich finde, also ich hab schon was. Moment. Ich habe ein drittes Foto von der Magdalena gerade, kriege ich gerade auf mein Display. Ja, ein Hochzeitsbild. Sie hat eine Hochzeits-Homepage 2009, wie unvorsichtig. Aha. Und da sehe ich jetzt aus, sie war eine schöne Braut, aber der Bräutigam, ich sehe gerade, der Bräutigam auf dem Bild, auf meinem Display, ist ein anderer als der Vogel, mit dem sie hier hockt und Händchen hält. Für mich eine interessante Information, weil eins weiß ich jetzt, abschleppen kann ich die Alte wahrscheinlich nicht, aber vielleicht erpressen, ja? Also, hat schon praktisch Nutzen. Herr Benzig. Ja? Ist ja interessant. Herr Rafin. Herr Rafin, Arnulf Rafin. Ja. Das freut mich aber. Schön, dass Sie da sind, Herr Rappi. Ich blicke ja nicht mehr durch. Vielleicht könnte ich mal die Brille haben. Nein, nein, ich kenne Ihren Therapieplan. Das steht Ihnen gar nicht gut bekommen. Ach komm, einmal nein, kurz. Nein, das ist ja geliehen. Bisschen. Nein, nein, das ist, hören Sie, also, das habe ich geliehen. Das geht doch nicht kaputt. Ich mache doch gar nicht. Ich setze nein, nur ganz vorsichtig hier auf und dann gucke ich mal hier, was ja, ich hier mache. Ja, aber nee. Ich, boah. Ja, ja. Sie haben ja einen Nacktscanner da drauf. Ha, guck mal einer an, unser großer Ethikguru. Ach, halt die Füße. Pelzig, du Sau. Ja. Selber Sau, man sieht immer das, was man sehen will. Ja. Bei Ihnen sieht man auch das, was man nicht sehen will. Ja. Meine Güte, es ist ja technisch direkt aufs Auge. Da, das ist Technik, die direkt ins Auge geht. Ja? Also wir verblöden. Ja? Nicht nur bei Google und Facebook wächst ja die digitale Demenz nach dem Motto, dumm klickt gut. Ja? In den ganzen Medien, auch Zeitungen. Ich lese ja jeden Tag Zeitungen, zum Beispiel die FAZ. Die kaufe ich schon als Solidarität, weil junge Menschen können die Schrift ja gar nicht mehr lesen. Ja? Junge Menschen haben sowieso solche Probleme mit dem Medium Zeitung. Ich beobachte die immer, wie die darüber wischen. Und dann wundern sie sich, warum das nicht umblättert. Ja? Und dann schmeißen das weg. Und dann entgehen ihnen wichtige Informationen. Zum Beispiel hier, Bundesregierung will Beschneidung nicht bestrafen. Da ging es nicht um die Beschneidung der Renten. Ja, das war immer schon straffrei. Aber Schönheitschirurgie auch. Ja, da gehen sie einfach in die Änderungsfleischerei. Da können sie heute tolle Sachen machen. Da können sie handtellergroße Fettpartikel vom Gesäß direkt ins Gesicht verpflanzen. Da wissen sie gar nicht, welcher Arsch sie da anguckt. Ja, das ist eine tolle Sache. Ja, und am liebsten lese ich ja doch dann die Zeitung mit den großen Buchstaben. Nicht in der arabischen Welt ist Aufstand, jetzt auch bei uns Wutwelle gegen GEZ. Ich weiß gar nicht, wo das stattfindet, aber sie kassieren überall. Sie wollen sogar Geld von Toten. Ja, das sind die berühmten Einschalttoten. Das sind ja die ZDF-Zuschauer, nicht? Die liegen ja hirntot vorm Fernseher. Ja, den können sie ja praktisch bei laufendem Programm die Organe entnehmen. Ja, das ist nicht. Und dann hier, TV-Shows immer irrer. Wie haben die das rausbekommen? Ja? Also, dann werden alte Geschichten rausgeholt. Waren deutsche Soldaten wirklich so grausam? Unsere Mütter und unsere Väter. Und jetzt holen wir die letzten KZ-Aufseher, zerren die aus dem Pflegeheim und dann vor Gericht. Ja? Wir haben es einfach nicht eher gewusst. Genauso wie im Falle Derrick. Die SS-Akte Derrick. Mensch, der Derrick, der hat in so vielen tausenden Fällen so klug ermittelt. Aber dass der selber was an der Backe hat, das haben wir einfach nicht gewusst. Ja, da muss man nicht nur auf die Ermittlung gucken, sondern vielleicht auch mal auf die Ermittler. Das empfiehlt sich auch im Falle nationalsozialistischer Untergrund. Ja, unglaublich, die größte Mordserie in der Geschichte Deutschlands, also nach 45. Und wir stehen wieder blöde da und sagen, wir haben von allem nichts gewusst. Ja, bei der RAF, da hatten wir an jeder Tankstelle 20 Fahndungsplakate mit 20 gesuchten Terroristen. Und nach einem Jahr waren schon von den 20 gesuchten Terroristen 40 erschossen. Ja, aber beim nationalsozialistischen Untergrund, die mussten sich erst selber erschießen, dass wir das überhaupt gemerkt haben. Ja? Und als wir das gemerkt haben, haben wir sofort reagiert. Ja? Wir haben
die Akten geschreddert. Ja, das war aus Versehen. Wir haben über 300 Akten aus Versehen. Das war kein Vorsatz. Nein, die Untersuchungskommission, die hat getagt. Die Innenminister haben sich versammelt. Die haben gesagt, das war kein Systemversagen. Ja? Und wir sind auch nicht auf dem rechten Auge blind. Nein. Ja, was dann? Ja, sind wir blöd oder was? Ja, also nicht. Die schlimmste Krankheit ist oft die Diagnose. Ja, wir müssen so dumm sein. Wenn Dummheit klingeln würde, bräuchten wir in Deutschland keine Handys mehr. Ja? Ja, das ist aber auch, das sind ja die Leute aus dem öffentlichen Dienst, die so arbeiten, nicht? Das sind Leute, die wurden schon in grauer Vorzeit an der Triumph Gabriele ausgebildet, ja? Das sind Leute, wenn sie denen sagen, sie sollen die Maus drücken, dann knutschen die Sekretärin, ja? Ja, ja, aber das ist es ja, ja? Pass auf, nee. Ja. Aber das muss man sich klar machen, so arbeiten die überall, auch beim Finanzamt. Die haben schon längst im Fall Hönnes die Unterlagen geschreddert, aus Versehen, ja. Wir kommen mit dem Berliner Flughafen nicht fertig, weil wir haben die Brandschutzunterlagen geschreddert. Ja, das sind dieselben Leute, die uns ausrechnen, die Energiewende klappt nicht, weil sie ist zu teuer. Es ist billiger, die Kohle aus Australien zu holen und im Wüstensand die Ölquellen freizuschießen, anstatt dass wir die Sonne nehmen, die direkt über uns scheint. Wir müssen einen derartigen Schatten haben. Hier auch Lotto-Skandal. Ja, zu wenig Kugeln in der Trommel. Also Leute, wir haben doch nicht alle Tassen im Schrank. Ja, wir sparen an der falschen Stelle. Hier, ARD entsorgt Tagesschau-Melodie. Die wird hier nochmal mit vollständigem Text abgedruckt. Ta, 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 ta. Ja, das können wir uns dann um 20 Uhr vom Fernseher legen. Ja, das ist doch, ja. Das legen wir uns alle um 20 Uhr neben den Fernseher und dann können wir das singen. Können wir gleich mal probieren. Ta, 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 ta. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und dafür zahlen wir. So blöd, ich muss in die Anstalt. Also echt, das ist Schwachsinn. Belzig! Ja. Sag ich mal, was für einen Scheißdreck haben Sie mich hier unterschreiben lassen? Wieso? Sind Sie wahnsinnig? Verpflichte ich mich stets und insbesondere in Wahlkampfzeiten auf der Basis meiner intellektuellen Neutralität Gerechtigkeit gegenüber jedermann nach innen und nach außen walten zu lassen? Ja, hübsch, gell? An dem Paragraphen habe ich 3 Wochen gearbeitet. Nein, das ist mit mir nicht zu machen. Ja. Das akzeptiere Sie ich haben niemals. Unterschrieben. Wie soll ich denn intellektuell neutral bleiben? Ja. Ja, ja, unabhängig und überparteilich. Ja, warum nicht? Logisch. Bin ich die Bild-Zeitung? Ich bin doch nicht bescheuert. Ah, darüber wollte ich schon lange mal mit Ihnen sprechen. Gut, dass Sie selber drauf kommen. Nein, jetzt mal im Ernst. Priol, schauen Sie, wir beide, ne? Also verstehen Sie, wir müssen doch mal auch ein wenig... Wir wissen doch, was los ist. Wir müssen doch mal ein wenig über den Dingen stehen. Mein Gott, Benz, ist doch Blödsinn. Über den Dingen, da stehen sie doch sowieso alle. Der Gauck steht über den Dingen. Ja. Die Kanzlerin steht über den Dingen, wenn sie nicht gerade mal neben sie steht. Der Papst, der Herr der Dinge, sowieso. Ach. Über den Dingen, Belzig, da ist der Luftraum so dicht besiedelt, da können wir vom Bodenpersonal doch nicht hergehen und sagen, gut Ding, will Weile haben, neutral bleiben. Ne, immer schon, wird schon alles. Stimmt schon, aber Sie haben unterschrieben. Sie haben unterschrieben, Sie haben unterschrieben. Vielleicht haben Sie gar nicht so Unrecht, ne? Ja, eben. Vielleicht ist gar nicht so schlimm. Wozu noch aufregen eigentlich? Und worüber auch? Dass die deutsche Automobilindustrie ihren CO2-Ausstoß kräftig erhöhen will, wohlwollend begleitet von den wachsamen Augen unserer Klimakanzlerin? Ja, die deutsche Autoindustrie kann halt nur große Autos bauen. Da müsste halt das Klima der Industrie auch mal ein wenig entgegenkommen. Dass die Energiewende beerdigt wird, ne? Pöf, dass wir die Jugend Europas um ihre Zukunft bescheißen. Moment, nicht alle. Unsere Ursula von der Leyen war doch gerade in Spanien, in Madrid, und hat ein Abkommen geschlossen und hat 5000 spanische Lehrlinge für Deutschland eingekauft. Und das könnte was werden. Die Madonna hat sich mal in Afrika ein Kind gekauft und ich habe gehört, sie soll sehr zufrieden sein. Sag sie mal, Belzig, haben Sie sich einen Nachschlüssel machen lassen für unser Medizinschränkchen? Welche Opiate schmeißen Sie sich ein, dass Sie so drauf... Vielleicht probiere ich auch mal eins ein. Ja, ja. Sie haben ja recht. Die Grünen. Das ist alles,
alles halb so wild, ne? 80 Jahre nach der Bücherverbrennung, dass sich rechte Burschenschaften bei uns im Land schon wieder dazu aufschwingen. Hören Sie mir auf mit diesem halbakademischen, pseudo-akademischen Nazi-Gesocks. Die deutsche Burschenschaft, einen Arier-Nachweis wollten Sie einführen für Ihre Mitglieder. Einen Arier-Nachweis im Jahr 2013. Einen Arier-Nachweis. Und, ja, hat es Ihnen interessiert? Sagt da mal was, unser Innenminister? Oder was macht denn da der Verfassungsschutz? Hä? Hat er die im Visier? Hat er die mal im Visier? Dieses ganze völkisch ideologisch, alkoholische, antisemitische Drecksgesindel, diese Saubande, dieser Sacco. Das ist doch wahr. Das war jetzt aber alles andere als intellektuell neutral. Wieso? Schauen Sie mal her, hier, Paragraph 12. Absatz 2 von unserem Ethikkodex, das Kleingedruckte. Ist intellektuelle Neutralität aus Gründen nicht zu leugnender Tatsachen unmöglich, gilt es als ausgemacht, bestimmten Arschgeigen, Dumpfbacken und Hackfressen ordentlich eins mitzugeben. Ja, ne? Es geht doch. Ja, es ist so. Nein, es ist... Es ist ehrlich, es ist gar nicht so leicht, ein guter, neutraler Mensch zu sein. Ne? Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und doch nur das Böse. Wer könnte in diesen Tagen besser ein Lied davon singen als die SPD? 150 Jahre ist sie, waren sie, haben schön gefeiert. Ich hatte ein bisschen was vom Leichenschmaus gehabt, na, weil alle... Ja, alle haben gesagt, oh ja, und sollen wir. Die haben aber auch wieder ein Timing gehabt, da werden sie 150 und dann kommt der Gabriel und fährt Tempo 120 auf Autobahn. Im Wahljahr, ich weiß nicht, manchmal habe ich so den Eindruck, irgendwie, die wollen nicht. Ne? Die wollen einfach nicht, die wollen nicht. Doch, einer schon, Hans-Jochen Vogel. Mensch, haben Sie den am Geburtstag gesehen, im Morgenmagazin? Boah, da hat er ja die ARD-Moderatorin in den Senkel gestellt, weil die Frage gestellt hat, ne, die alle Mainstream-Journalisten neuerdings stellen. Wer braucht heute noch die SPD? Und da ist der los. Entschuldigung, unser Land braucht die SPD. Europa braucht die SPD. Ich frage Sie doch auch nicht, wer braucht die ARD? Da war Stimmung. Mann, habe ich mir gedacht, hey. So viel. So viel Power am frühen Morgen mit 87. Ich habe mir gedacht, wenn man den vielleicht klonen könnte. Na, aber... Das wollen Sie ja alles nicht. Sie sind so müde irgendwie. Ich verstehe es ja auch. Ne, was haben Sie seit der Gründung alles erreicht? Den 8-Stunden-Tag erkämpft. Heute sagen alle schon, ja, das ist im globalen Wettbewerb sehr hinderlich. Ne, nach dem Ende des Kaiserreichs haben Sie aus Untertanen Bürger gemacht. Heute kommt der Bürger an und sagt, das ist aber anstrengend. Bürger, ich wäre lieber wieder untertan. Ne, aktiv für die Demokratie streite. Na, na, dann lieber die Mutti. Die macht es schon. Das Frauenwahlrecht haben sie eingeführt. Jetzt sind die Frauen emanzipiert und die Mehrheit der jungen Frauen will auch. Angela Merkel, in der Weimarer Republik hat die SPD die Fahne der Demokratie hochgehalten, von der ihr die bürgerlich-konservativen vom katholischen Zentrum gegangen sind. Sie hat die SPD gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz gestimmt mit der mutigen Rede von Otto Wels als einzige Partei. Da haben sie die Katholen schon wieder feige weggeduckt. Das hat sogar Joachim Gauck beim Festakt gewürdigt. Hat gemeint, das war die mutigste Rede, die je in einem deutschen Parlament gehalten wurde. Boah, hab ich gesagt, guck mal, ein Satz mit Substanz von unserem Präsidenten. Da haben wir lange drauf gewartet. Dann war der Zweite Weltkrieg vorbei, da kam das katholische Zentrum wieder aus seinem opportunistischen Kellerloch raus. Und Jungs, ab heute heißen wir CDU, wir nehmen noch ein paar Altnazis mit ins Boot. Das merkt sowieso keiner. Ne? Und wir tun dann so, als gehöre uns das Land. Und es hat geklappt, die SPD. Mehr Demokratie wollten sie wagen. Ne? Gegen das Gekeife der christlichen Stahlhelme haben sie die Ostverträge durchgesetzt. Ja, das hat die spätere Einheit erst möglich gemacht. Das war gar nicht ich. Na, Sie haben keine.
keine Beteiligung am Irakkrieg. Dann kam die Agenda 2010, auf der sich die Union heute ausruht. Nee, dass die da sagen, ich versteh's. Nach gefühlt 50 Jahren Adenauer mussten sie alles ausbaden. Nach gefühlt 50 Jahren Kohl mussten sie alles ausbaden. Und jetzt, nach gefühlt 100 Jahren Angela Merkel, sollen sie wieder, nee, da sagen die sich, nee, schüttet euch mal schön selbst mit dem Bade aus. Nehmt er mit uns. Herr Rebers. So, Herr Rebers. Heute tauschen wir mal die Gitarre damit. Jetzt machen Sie hier ein wenig sauber, putzen. Gibt's kein mein Büro hätte es auch mal nötig. Gibt es vielleicht auch einen Staubsauger? Ach so, natürlich. Ich habe ja einen Staubsauger im Büro. Und hören Sie mal, Herr Rebers, achten Sie dann beim Putzen auch so ein wenig auf die Ecken. Die Ecken kommen oft ein wenig zu kurz. So. Ja. Schauen Sie. Wer nicht fliechen kann, muss sauchen. So, was anderes kann man mit dem Schrott nicht machen. So, dann würde ich sagen, los. Was soll das hier eigentlich werden jetzt? Also Hygiene als Moral, das ist doch bestimmt Teil von Ihrem komischen Ehrenkodex. Nein, das ist Teil der Sozialstunden, die Sie hier bei uns ableisten müssen. Ja, Sie spielen hier ein bisschen den Ethikwart. Wissen Sie was? Wegen Leuten wie Ihnen gibt es bei Pippi Langstrumpf keinen Negerkönig mehr. Ach. Das lenken Sie nicht ab. Sie wissen genau, warum Sie hier Sozialstunden ableisten müssen und was Sie verbrochen haben. Und ich hoffe, Sie bedauern es auch ein wenig. Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass ich dem Richter nicht auch eine aufs Maul gehauen habe. Oh. So, Herr Rebers, schauen Sie mal hier. Artikel 5 in unserem Ehrenkodex. Gewalt ist keine Lösung. So. Und jetzt putzen Sie. Hauen Sie rein. Der Richter hat mich gefragt, haben Sie Ihre Frau gehauen? Habe ich gesagt, ja. Und da hat er gefragt, ob ich das nochmal machen würde. Habe ich gesagt, ja. Und dann hat er mich gefragt, warum? Und da habe ich gesagt, weil ich Gewalt gut finde. Ja, ist doch mein Recht. Und ich frage mich oft auch, wo kommt dieser Hass eigentlich her? Diese Intoleranz. Warum sind alle gegen Gewalt? Nimm mal Nordkorea, dass da mal einer hinfährt und dieses dicke kommunistische Kind einfach mal nach allen Regeln der Kunst verprügelt, mit einer Dachlatte den Arsch durchhalten. Mit einer Dachlatte den Arsch durchwalkt, bis er heult und sagt, bitte, bitte, hört auf, ich will es auch nie wieder tun. Und dann kommen diese Tugendbolde und sagen, Gewalt ist keine Lösung. Ja gut, gibt's eben Krieg. Nein, ich war neulich bei Aldi. Ich gehe da rein, da ist ein Typ, der hat eine Sporttasche. Ich sehe das, der macht die auf und holt eine Pumpgun raus. Eine Pumpgun, ich dachte, ach du Scheiße. Der hat die gleiche wie ich. Aber ich hatte sie nicht mit. Es ist lange her, dass ich bewaffnet zum Einkaufen gegangen bin. Ich meine, mal jetzt unter uns, früher war das normal. Nicht, da hieß das Jagen. Hat auch keiner gefragt, sammeln Sie Herzen? Gar nichts. Nein. Im Baumarkt ist was anderes. Baumarkt ist ganz was anderes. Man muss bewaffnet in den Baumarkt gehen, weil sonst wird man ja gar nicht bedient von diesen Faulpelzen. Meine Erfahrung ist, dass nur unter vorgehaltener Waffe bekommen Sie da Ihre Fischerdübel. Und das andere ist ja, wenn die merken, dass du unentschlossen bist, dass du weich bist, dass du zauderst, dann hauen die ab, zack, sind die weg. Und wenn der Mensch um sein Leben fürchtet, der sucht ja immer Schutz bei Mutter Natur, im Baumarkt ist das die Holzabteilung. Da stehen diese großen Tischlerplatten, dann rennt er an so einer Tischlerplatte vorbei und zack, unsichtbar, weg. Die lernen ja in der Volkshochschule, sich zu furnieren. Und dann sind die weg. Und in so einer Situation. Also, in so einer Situation muss man natürlich flexibel reagieren. Schauen Sie mal, ich bin ja nicht im Schützenverein. Schützenverein ist ein bisschen doof, ein bisschen rechts, saufen ein bisschen viel, schießen geradeaus. Schießen immer geradeaus auf Zielscheiben, die darauf warten, exekutiert zu werden. Das ist ja völlig doof. Hast du mal so einen Islamisten gesehen oder ein Wildschwein, was eine Zielscheibe auf dem Arsch hat oder sagt, hier ist die 10? Das ist, um es mal mit Claudia Roth zu sagen, zutiefst unnatürlich. Ja? Das Leben besteht aus Bewegung. Ja, alles ist in Bewegung. Es ist praktisch alles
ein Tanz und ein Ziel, das sich bewegt, das ist natürlich. Ja, da brauchen Sie natürlich auch andere Voraussetzungen. Sie müssen zum Beispiel lernen, mitzuschwingen. Sie müssen als Mensch auch ein Ziel haben. Sie müssen dieses Ziel ins Auge fassen. Und Sie dürfen dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Sie benötigen ganz viel Empathie für das Ziel. Das ist für mich Sozialkompetenz. Ja? Und Sie brauchen noch ganz viel innere Ruhe. Ja, der Atem muss fließen, ein bisschen wie Yoga eigentlich. Ja? Und was auch ganz wichtig ist, Sie müssen loslassen können. Loslassen können im richtigen Augenblick. Ja? Und wenn Sie sich vorstellen, jetzt hier die Tischlerplatte, hier fängt sie an. Ja? Sie sind eins mit Ihrem Ziel, der läuft, Sie spüren seinen Atem. Da hinten ist die Tischlerplatte zu Ende und tschack, da holen die den von den Arbeitsschuhen. Verstehen Sie? So einfach ist das. Das ist natürlich die hohe Kunst. Ja? Und als ich mit meinen Kindern angefangen habe, sie an die Waffenkunst heranzuführen, habe ich gesagt, wir beginnen erstmal ganz einfach und schießen auf Tontauben. Ja? Da sagt meine Frau ganz frech, ach Tontauben, ja, schön Schatz. Die wechseln ja irrsinnig oft die Richtung. Ja, das sollte ein Witz sein. Ja? Daraufhin habe ich zu ihr gesagt, Hase, wir fangen mit Tontauben an, dann lassen wir Ton weg. Dann habe ich ihr eins gezwiebelt und habe noch gesagt, den Kindergeburtstag, den feiern wir in Venedig auf dem Markusplatz. Ja. So, ja, Herr Ehring, ja, das ist jetzt, bitte, hier jetzt, Decke. Vergessen Sie jetzt mal, was der mit dem Hut gesagt hat. Hier ist Ihr Flügel. Sie haben uns eine schöne Moritat mitgebracht. Ja, ich bin für den Tanztee gebucht. Ja, ja, jeder nach seinen Möglichkeiten. Ne? Wir haben ja auch ein bisschen Nachholbedarf nach unserem Desaster beim European Song Contest. Oh ja, oh ja. Ja, da fehlte ja völlig das Zeitgenössische, das Zeitgemäße. Das war ja wie aus der Zeit gefallen. Europa liegt in Scherben und was knödelt die Deutsche? Glorious! Das konnte ja nichts geben. Ja, was hätten Sie denn vorgetragen? Ja, irgendwas Aktuelles vielleicht. Ein Remake des Klassikers von Michael Holm, eine Ode an den Verteidigungsminister. Drohnen fliegen nicht. Oh ja, das wäre schon mal was gewesen. Da wäre der Überflieger gewonnen, ja. Ja, oder vielleicht eine kritische Würdigung des Regierungsstils von Angela Merkel. Meine Art, Liebe zu zeigen, das ist ganz einfach schweigen. Worte zerstören, wo sie nicht hingehören. Hübsch, hübsch, sehr hübsch, ja. Sehr hübsch. Ich sage ja immer, ne? Jedem Lager seinen Schlager. Was hätten Sie für die Grünen im Angebot? Ist ja klar. Kinder an die Macht. Ah, ja. Und für die FDP? Es fährt ein Zug nach nirgendwo mit mir allein als Passagier. Und für die SPD? Es fährt ein Zug nach nirgendwo und niemand stellt von grün auf rot das Licht. Ja, und jetzt mal so für uns, allgemein, für die Gesellschaft. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, den es noch gestern gar nicht gab. Das ist sehr, sehr prophetisch. Mir wird ganz anders. Singen Sie, Herr Ehring, singen Sie. Ich bin nach Indien gereist, ich habe sehr viel gelernt. Indien, ein faszinierendes Land, voller Widersprüche. Das scharfe Essen und die Armut überall. Auf den Straßen nur Armut und scharfes Essen. An beides musst du dich erst mal gewöhnen. Die haben ja da dieses Kastensystem, aber Indien ist trotzdem wunderschön, weil die Inder trotz Kastensystem immer lächeln. Was der Inder aber lernen muss, man kippt nicht einfach Müll in den Fluss. Kommt mal nach Deutschland und schaut euch an, wie man Müll auch sauber trennen kann. Wir sind da ja Weltklasse, im Mülltrennen Weltklasse. Wir sind Weltklasse, wir Deutschen sind da Weltklasse. Ihr wisst zwar viel über Computer und habt viel mehr Sonne. Wir hingegen haben Kant und die Wertstofftonne. Ich bin nach Griechenland gereist, ich habe sehr viel gelernt. Griechenland, ein faszinierendes Land,
voller Widersprüche. Die Ruinen und die Korruption. Auf den Straßen nur Korruption und Ruinen. An beides musst du dich erst mal gewöhnen. Aber trotz hohem Schuldenstand ist Griechenland wirklich hochinteressant. Erstaunlich, wie oft die noch essen gehen, obwohl sie pleite sind. Die haben das nie gelernt mit dem Sparen. Die sollten einfach mal nach Deutschland fahren. Kommt mal zu uns und werft einen Blick auf unsere grundsolide Haushaltspolitik. Wir sind da ja Weltklasse. Im Sparen sind wir Weltklasse. Wir sind Weltklasse. Wir Deutschen sind da Weltklasse. Ihr mögt zwar die Demokratie und den Drehspieß erfunden haben. Doch wenn's um Geld geht, merkt man schnell, Athen liegt nicht in Schwaben. Ich bin in die USA gereist, ich hab sehr viel gelernt. Die USA, ein faszinierendes Land, genau, voller Widersprüche. Die dicken Menschen und die Christen überall. Auf den Straßen ganz viele dicke Christen. Und die meisten wissen nicht einmal, wo Belgien liegt. Aber trotz schlechtem Schulsystem ist das Land wirklich landschaftlich wunderschön. Halt schade, dass die Amis so dick sind. Was mir an Amerika gar nicht gefällt, die halten sich für den Nabel der Welt. Ich finde, da wäre es auch mal Zeit für ein wenig kulturelle Bescheidenheit. Bescheidenheit! Wir sind da ja Weltklasse, wir Deutschen sind da Weltklasse. Wir sind Weltklasse, in Bescheidenheit Weltklasse. Grad wir Deutschen Weltklasse, wir sind da ja Weltklasse. Grad wir Deutschen Weltklasse, Weltklasse. So, jetzt, gehen Sie, auf Zimmer 8, Herr Ehring, der Musiktherapeut weint schon in Vorfreude. Nein, Weltklasse, es ist ja wirklich, wir sind sowas von modern, oder? Unser großer Wirtschaftsminister Fipsi Rösler, der hat uns jetzt gezeigt, wie wir dieses Land wetterfest für die Zukunft machen. Virtuell natürlich, Yahoo! Da fühlt er sich wohl. Mit 50 Start-up-Unternehmen ist er ins Silicon Valley gereist, genauso künstlich wie er. Na, ist ein bisschen rumgejoggt im Nirvana, im hautengen Bodysuit. Hatte ein bisschen was von Lieutenant Zulu, ne? Der erste Steuermann auf der USS Enterprise. Na, und der neue Star Trek zeigt uns auch, wohin die Reise mit ihm geht. Into Darkness. Nein, er war überall. Er war bei Facebook, er war bei Google, bejubelt von der Bild-Zeitung, die ihn begleitet hat. Der freche Rösler, cool, der coole Rösler, der neue, selbstbewusste Rösler. Nicht starr wie eine deutsche Eiche, nein, biegsam wie ein Bambus im Wind. Gut, da hat Dieter Hildebrandt schon gesagt, ja, ja, aber ein Bambus ist Ihnen hohl. Na, aber egal, egal, Sie jassen ihn. Was mich beruhigt. Was mich beruhigt, ist, dass die Bild-Zeitung ihn so bejubelt. Ne, der zweite Niedersachse nach Christian Wulff, der aus dem Nichts nach oben geschrieben wird. Da weiß man schon, wie das endet. What goes up? Ne, must, kann wer nach oben, muss auch wieder nach unten. Wenn es eng wird, ist die Schlagzeile schon im Fließsatz. Wer stoppt den Irren aus Hanoi? Ne, what? Nach oben, oder gut, manches geht erst gar nicht nuff, ne? Wie unsere Drohne zum Beispiel. Mein Gott, ist das peinlich? Thomas de Maizière, unser beliebter Verteidigungsminister, der beste Mann von unserer Staatsratsvorsitzenden. Na, es wird eng, es wird nicht mehr lange dauern. Der stellvertretende Regierungssprecher hat den fatalen Satz ausgehaucht. Er hat das volle Vertrauen der Kanzlerin. Ohoho, da liegt einer schon mit dem Kopf unterm Fallbeil und schnallt's noch gar nicht. Na, Zeit.
Seit 2 Jahren weiß er, dass es mit diesem Geldsauger nicht klappt, aber hatte das Projekt gestoppt. Im Gegenteil, er will noch mehr. 16 Stück, die schönen Todbringenden mit den Waffen. Aber da ist Drohnen-Tommy ganz cool. Na, da hat er nur gesagt, ethisch ist jede Waffe neutral zu betrachten. Und warum das nicht gestoppt wird, hat er auch. Man kann nicht bei jedem Problem gleich die Reißleine ziehen. Das hat sich der Möllemann vor 10 Jahren auch gesagt. 680 Millionen. 680 Millionen kostet dieser Schrott mindestens. Das, allein das ist schon mal 135 Mal Uli Hoeneß. Gut, der kann auch nicht fliegen. 680 Millionen, da ist es bis zur Milliarde gar nicht mehr weit. Wie viele Kitas und wie viele Schulen hätte man davon bezahlen können? Komisch, dazu habe ich nichts gehört vom Westerwelle, diesen auf Bonhomme getrimmten, scheinheiligen, spätrömisch dekadenten Sackgesicht, das nichts Besseres im Sinn hat. Priol, jetzt bitte, ja? Also das ist jetzt wirklich ein wenig hier, ein wenig arsch. Ja, aber gut, ne? Ja, toll. Aber ich finde, nein. Sie strapazieren unseren Paragraphen 12 schon ein wenig arsch. Bitte sich, ich bin Ihnen für das Kleingedruckte in unserem Anstaltskodex so dankbar. Nein. Ich hätte noch viel mehr. Ja, ich auch. Oh ja, so ja. Richtig schön was politisch Unkorrektes. Nein, Quatsch, hör auf. Nein, wir kommen jetzt zu unserem großen Anstalts-Ethik-Check. Hier. So, Nachrichten im Auge der Ethik. Grandiose Idee. Spiegeltrinker wissen mehr. Ja, genau. Was halten Sie von folgender Nachricht? 75. Geburtstag von VW, Jubiläum mit dunklem Schatten. Was denken wir darüber? Ich kann das verstehen, dass Sie das Jubiläum nicht groß gefeiert haben, weil da hätten Sie ja den Grundsteinleger auch zeigen müssen. Ja, das stimmt. Am 26. Mai 1938 legt Hitler in Fallersleben bei Wolfsburg den Grundstein für das Volkswagenwerk. Der sogenannte KDF-Wagen soll Deutschland motorisieren. Stellt sich die Frage, unter dem Eindruck dieser Bilder, ist es überhaupt ethisch vertretbar, heutzutage einen VW zu fahren? Selbstverständlich! Der Kraft-durch-Freude-Wagen, Belzig, war der Quell unseres Wohlstands. Und immerhin hat der VW-Chef, der Winterkorn, darauf verzichtet, zum Jubiläum eine Golf-Sonderedition Adolf rauszubringen. Ja. Muss man eben hoch anrechnen angesichts des zu erwartenden Verkaufserfolgs. Das wäre weggegangen wie warme Semmeln. Da hätten sie auf Geld verzichtet. Und das ist nicht selbstverständlich. Wer verzichtet heute noch? Hier zum Beispiel, interessante Meldung, VW und BASF nutzen belgisches Steuerschlupfloch. Ja. Was denken wir darüber? Moralisch absolut vertretbar. Schlüpfrig, aber legal. Ja, vor allem schlüpfrig. Schlüpfrig ist das Stichwort für das Foto, das ich zur Diskussion stellen will. Ach, du dickes Ei. Ja, was halten wir davon? Der Rösler und Bildchef Diekmann. Ja, ist doch toll. Ein Foto voller Ehrlichkeit, das alles ausdrückt und keine Fragen mehr offen lässt. 4 Fäuste für ein Halleluja. Nein, ich fühle mich unwohl. Auf mich wirkt es eher so wie die linke und die rechte Hand des Teufels. Ja. Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren. Das war aber jetzt Heidi Klum, oder? Nein, Friede Springer. Ah ja, gut. Nächstes Thema. Die Softwarefirma, der Softwareriese SAP, stellt hunderte Autisten ein. Autisten sind Menschen, die so gewisse Probleme haben im sozialen Umgang mit den Mitmenschen, aber sehr begabt und hochintelligent sind. SAP stellt sie ein. Was meinen wir dazu? Total ethisch. Ich bin um jeden Autisten dankbar, der nicht in der FDP Karriere macht. Mich erinnert ja die Schlagzeile so an den alten Witz. Unterhalten sich 2 Psychiater, sagt der eine Psychiater, du, ich habe gerade einen Patienten, der glaubt, er ist ein Taxi. Sagt der andere, und, was machst du dagegen? Sagt der erste, ja nix, der trägt mich jeden Abend kostenlos nach Hause. Ja, das ist jetzt Ihr intellektuell neutraler Wahlkampfmodus für die Anstalt. Toller Kodex. Hier, Paragraph 5 im Kodex. Spaß dürfte auch mal sein. Ich hätte noch einen. Kennen Sie den Unterschied? Ja, kenne ich. Welchen? Na, den. Ach, schade. Aber dürfe ich trotzdem nicht? Nein. Schnell? Warum denn? Schauen Sie mal auf die Uhr. Oh. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren Eurovision-tauglichen Sozialschlagersternchen Arno und Martin, Andreas Rehlers und Christian Ehring. Die Anstalt hat für Sie wieder eröffnet am 25. Juni, kurz nach der Sommersonnenwende. Wieder am Dienstag, 22.15 Uhr, live direkt nach dem Heuschreit.